Was für ein Wahnsinnstor von Niklas Füllkrug. Miloš Veljković stand gerade eben in der Mixzone und hat gesagt, Weltklasse. So weit wollte Niklas Füllkrug nicht gehen, aber es waren sich doch alle einig, das war schon ein besonderes Tor. Es sah phänomenal aus, wie sich Niklas Füllkrug da in die Luft schraubt, das Ding kurz vor Schluss dann reinwurbt und Werder 1:0 gegen die Hertha gewinnt. Ein wichtiges Tor für Werder, vielleicht auch ein wichtiges Tor für Niklas Füllkrug. Da war sie wieder die WM-Geschichte. Vielleicht geht es für ihn durch diesen Treffer endgültig zur WM. Man kann sich eigentlich kaum noch vorstellen, dass Hansi Flick auf einen Stürmer, der in so einer Topform ist, wirklich verzichten möchte. Einen Spieler wie ihn gibt es im Moment nicht. Aber es gibt viel, viel mehr Geschichten, die dieses Spiel zu bieten hatte. Es war nicht unbedingt ein absolutes Topspiel. Es war lange Zeit ziemlich zäh. Was man sagen muss, die Werder Abwehr hat wenig zugelassen. Und zwar über 90 Minuten lang, was Ole Werner und auch die Spieler nachher alle zu dem Fazit kommen ließ. Es war eine sehr erwachsene, eine sehr reife Leistung. Und das war ja nach der Woche, die Werder zuvor erlebt hat mit den drei Niederlagen, nicht unbedingt zu erwarten. Und da muss man schon sagen, da hat die Mannschaft wirklich ein gutes Zeichen gesetzt. Sie haben auch alle gesagt, ja, die drei Niederlagen, natürlich haben die einen gewurmt. Aber man hat es abgeschüttelt. Man hat sich davon nicht beirren lassen. Man hat einfach ganz normal weitergearbeitet. Und der Lohn, den gab es jetzt eben hier. Niklas Füllkrug meinte dann nach dem Spiel, am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die es mehr gewollt hat. Und das konnte man den Werderanern nun definitiv nicht attestieren, dass sie zu wenig gemacht haben. Sie haben es immer mal wieder probiert, besonders mit Schweizer auf der rechten Seite. Am Anfang lief es noch nicht so gut, aber er hat es nie aufgegeben, unheimlich reingehängt und er war am Ende nur noch durch Fouls zu stoppen. Wie der Treffer dann zustande kommt, wie gesagt, ein ganz schönes Ding. Anthony Jung, der vorher ein paar Probleme hatte im Spiel, gibt eine herrliche Flanke und Niklas Füllkrug sagte, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon so lange aus dem Training auch. Ich sehe in dem Bewegungsablauf schon und weiß, dass da eine Flanke kommt. Da gehe ich auf gut Glück einfach hoch und wer das Ding dann, wie gesagt, reinmacht. Das ist allererste Sahne. Werder gewinnt somit an einem Freitagabend im Weserstadion, schraubt sich in der Tabelle weiter nach oben, steht jetzt mit 18 Punkten in der Tabelle da. Und nun ist die Bremer Welt eben wieder grün-weiß oder rosa-rot, wie man es möchte. Und trotzdem, es gab auch noch ein paar Misstöne nach dem Spiel und zwar aus gutem Grund. Sandro Schwarz hat in der Pressekonferenz, der Trainer von Hertha BSC, deutliche Worte gefunden, denn während der Partie, da gab es Becherwürfe in Richtung der Bank der Berliner und egal, ob es da nun ein paar Aufregungen gab, die den Fans dahinter vielleicht nicht gefallen haben, es gehört sich eben nicht, dass ja Becher in Richtung von Personen geworfen werden und das hat Sandro Schwarz ganz deutlich angemerkt und hat es sehr geschickt gemacht. Er hat gesagt, dass es eben einige wenige sind. Er hat ausdrücklich gesagt, dass er nicht das Bremer Publikum komplett verurteilt, sondern für ihn sind es einige Asoziale, die sich da daneben benehmen. Und die Worte hatten so eine starke Wirkung, dass dann auch Ole Werner das Wort ergriffen hat und gesagt hat, ja, da kann ich nur zustimmen, das gehört sich einfach nicht. Und er sagte, ja, wortwörtlich mehr oder weniger, er könne es nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die sich für 50, 60 Euro eine Karte, einen Platz erkaufen im Stadion und dann das Recht rausnehmen, ja, andere Menschen mit Bechern zu bewerfen. Und er hat sich stellvertretend dann entschuldigt für diese Fans, obwohl er eben auch genau der Meinung ist, dass diese in einem Stadion ebenso wie die Becherwürfe nichts zu suchen haben. Das war eine ganz starke Szene von beiden Trainern. Und natürlich sind wir auch der Meinung, Becherwürfe haben da nicht zu suchen. Man sollte sich auf andere Weise freuen, dass dieses Spiel eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Mit einem Niklas Füllkrug, der am Ende, wie gesagt, das entscheidende und schöne Tor erzielt hat. Und Werder in ein wunderbares Wochenende geholfen hat. Es gibt jetzt nicht allzu viel frei. Ole Werner hat gesagt, man wird jetzt auch nicht überdrehen und jetzt auf einmal wieder mit Partyhut durch die Gegend laufen. Es wird ganz normal am Samstag ein Training, ein Auslauftraining stattfinden. Dann gibt es 2 Tage frei und dann ab nächster Woche, ab Dienstag, wird dann schon wieder ganz energisch auf das nächste Heimspiel hier unter Flutlicht hingearbeitet. Der FC Schalke 04 stellt sich kommende Woche hier vor. Ein ähnlich wichtiges Spiel wie heute, denn danach kommen die Bayern und dann noch RB Leipzig. Also 2 ganz heftige Aufgaben bis zur WM-Pause. Insofern, spannende Woche wieder mal, die vor Werder liegt. Wir sind auf jeden Fall natürlich für euch dabei. Alles Wichtige, die ganzen wichtigen Geschichten, die es hier rund um dieses Spiel gab, lest ihr natürlich jetzt in der Deichstube. Bleibt gesund und respektvoll.